Schön, dass ihr da seid. Gott ist gut, ja? All the time. Er ist gut und er ist wunderbar und darum feiern wir ihn und wir geben ihm die Ehre. Und wir freuen uns einfach, dass wir wirklich Gottes Kinder sind, oder? Das ist ein Vorrecht, das ist eine Gnade. Ich habe ein Wort aus Epheser Kapitel 5 für uns. Epheser Kapitel 5, wie wir im Licht wandeln. Lebt als Kinder des Lichts, heißt es ja da. Und was das in sich trägt, den Schluss aus 14, 15 bis 20 lese ich uns vor. Epheser 5, müsst schon dort drauf sein. Ja? So heißt es hier in Vers 15, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Weise, nicht als Unweise, sondern als Weise. Dass wir als weise Menschen leben. Vorher steht ja in Vers 14, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist es so, was so wichtig ist, dass wir aufstehen, auch immer wieder geistlich wach bleiben. Das, wo wir vielleicht in geistlichen Schlaf hineingekommen sind, dass wir wieder wach werden und uns dem Wesentlichen zuwenden, dass wir wirklich Christus zulassen in unserem Herzen, dass wir seinen Heiligen Geist wirken lassen. Ja? Und dann achten wir auf unser Leben. Wir leben bewusst, wir leben zielorientiert, wir leben, wie es Gott gefällt. In Vers 16, und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Auch diese Corona-Zeit, die ist nicht einfach. Die ist nicht einfach, aber wir müssen uns auf Gott konzentrieren und auf das, was er sagt. Und dann leben wir auf ausgerichtet, zielorientiert. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist geltend. Was will Gott, dass wir tun sollen? Was gefällt ihm? Dass wir ihm wohlgefällig leben, ja, mit unseren Herzenshaltungen, mit unserem Denken, mit unserem Handeln, mit unserem Reden. Alles ist wichtig und da wollen wir leben als Kinder des Lichts, ja. Kinder, die das Wort Gottes kennen und es im Herzen tragen. Ja, darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Um das herauszufinden, muss ich das Wort des Herrn lesen, darüber nachdenken und es in mein Leben reinpacken, es tun und dann werde ich es erleben. In Vers 18 heißt es, und sauft euch nicht voll Wein. Das ist Luther-Übersetzung, ja, sauft euch nicht voll Wein, ja. Sauft euch nicht voll Wein, sondern woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Vom Geist erfüllen, dass die Freude nicht vom Wein kommt, sondern dass sie von Gott kommt, weil ich eine Beziehung mit ihm habe, weil ich ihn anbete, weil ich ihm die Ehre gebe, weil ich ihm Danksagung bringe. Ja? Sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das muss ich jeden Tag entscheiden. Lasse ich mich vom Geist Gottes erfüllen, suche ich seine Gegenwart, wo die Freude und der Friede und die Liebe Gottes in mein Herz fließt und wo ich erfüllt werde in ihm. Dann kommt noch ein guter Ratschlag für die gute Gemeinschaft. Ermuntert einander in Vers 19 mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und sagt Gott, sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, ja, dass wir Gott auch unseren Lobpreis bringen, ja, singe ihm frohe Lieder, irgendwo will man ja nicht mehr, dass ein Gottesdienst gesungen wird, man soll die Maske anhalten, irgendwie sollen die Christen ihren Mund halten, ja, irgendwie, aber tu es in deinem Privatleben, lobe den Herrn, ja, lobe ihn laut. Ja, ermuntert einander mit Lobgesängen. Lass dir das Singen nicht verbieten. Du darfst also immer noch den Herrn loben, wenn du nicht im Gottesdienst bist. Tu es daheim, damit die Freude sich Bahn bricht. Lobpreis setzt Segen frei. Lobpreis macht dich wieder froh. Und darum praktiziere es dennoch. Ja? Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern.
singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wir sollen uns immer wieder die Freude schenken lassen. Die Freude ist umkämpft, gerade in diesen Zeiten. Darum wende dich Gott zu. Bete ihn an, lobe ihn, preise ihn und sag ihm von Herzen Dank. Wer Dank opfert, der preiset ihn, ja, damit er uns zeigt das Heil Gottes, damit er, dass die Freude in unseren Herzen sich Bahn bricht, damit wir wirklich immer durchbrechen zur Freude. Denn Jesus sagt, ihr sollt Freude haben, ja. Eure Freude lasse ich euch, aber meine Freude gebe ich euch hinzu. Da gibt es ein größeres Maß an Freude. Er will uns mehr Freude geben, damit wir auch Licht und Salz sind in dieser Welt. Ja? Denn in Vers 8 hier im Kapitel 5 heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Ja? Lebt als Kinder des Lichts. Wenn ich Freude habe und im Herrn erfüllt bin, dann merken das andere Menschen. Und wenn ich immer unten bin und down und immer murre und meckere über alles, das ist nicht ansteckend und das ist auch nicht, ist vielleicht ansteckend, aber im negativen Sinne. Von daher, komm in das Gute hinein, was Gott uns geben will. Und dafür will ich nochmal beten. Vater, ich danke dir so, dass du deine Freude und deinen Frieden und deine Liebe in unseren Herzen fließen lässt, wenn wir dich als Quelle anzapfen, wenn wir dir die Ehre geben mit unserem Gebet, mit unserer Anbetung, mit unserem Lobpreis. Wenn du, Herr Jesus, in unseren Herzen wirklich die Freude sich wieder Bahn bricht, dass wir erlöst sind, Gottes Kinder sind, freigekauft durch dein Blut. Wir haben allen Grund zu feiern, allen Grund, dir die Ehre zu geben. Darum soll Lobpreis in unserem Herzen vorherrschend sein. Segne einfach jeden Einzelnen, Herr, dass er durchbricht in diese Freude, dass er durchbricht zur Anbetung, dass er durchbricht in die Dankbarkeit und somit auch in die Zufriedenheit. So segne euch der allmächtige Gott, ja, in Jesu Namen. Amen. Amen.